Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Das freut mich sehr. Ich mache gleich eine kleine Nachricht füge ich hinzu, weil wir sind seit dieser Woche sogar bei Spotify. Das heißt, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, dann könnt ihr diesen Podcast jetzt auch dort direkt finden. Einfach Indie Film Talk reinschreiben und einfach am besten folgen. Dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge kommt. Und das würde mich sehr freuen. Heute gehen wir so ein wenig in die Richtung Schauspiel, Schauspielführung, wie die Arbeit mit Schauspielern und Regisseuren vonstatten geht. Und dafür habe ich zwei Gäste eingeladen. Heute mal wieder zwei andere Gäste. Einen kennt ihr schon, habt ihr schon mal gehört, zumindest bei ein, zwei Folgen. Und die andere, die Dame, die dabei ist, die habt ihr das erste Mal bei mir gehört. Nummer eins, ich stelle erstmal die Dame vor, danach den Dominik. Oh, das habe ich dich vorgestellt. ist die Jahr des Trauer. Hallo. Ihres Zeichens Schauspielerin. Kannst dich aber selbst vorstellen, das mache ich immer am besten, du weißt mehr über dich als ich über dich wahrscheinlich. Ja, ich habe an der HFMT Hamburg studiert, Schauspiel, und bin jetzt gerade in Berlin angekommen und arbeite hier frei. Mhm. Frei heißt? Frei, ich bin Gast an unterschiedlichen Theatern und genau, und möchte aber auch im freien Bereich arbeiten, also in freien Theatern, aber auch unterschiedliche Projekte machen wie freie Gruppen oder im Sprecherbereich arbeiten oder auch im Filmbereich. Mhm. Dann gehe ich gleich weiter zu Dominik Balko. Stell dich bitte auch nochmal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen oder vielleicht den Podcast das erste Mal hören. Hallo, ich bin Dominik Balko, Regisseur aus Berlin und über die Jahre sehr viel im Musikvideobereich gearbeitet und momentan immer mehr Fokus auf Film und dadurch auch logischerweise Schauspielführung. Und ja, ich glaube, wer mehr wissen will, in Folge 6 habe ich relativ viel über mich. In Folge 6 habe ich sehr viel über mich erzählt. Dann könnt ihr die nochmal jetzt neu bei Spotify. Das ist eine schöne verlinkte Folge. Sehr schön, sehr schön. Genau, da gehe ich doch gleich drauf ein und wir fangen doch gleich mal wirklich über das Thema an mit Schauspiel. Du hast Schauspiel studiert. Wieso hast du eigentlich Schauspiel studiert? Gehen wir ein bisschen weiter zurück und vielleicht fangen wir da erstmal an. Also wie kamst du darauf, in die Richtung Schauspiel zu gehen? Ich kam darüber, meine Mutter war Puppenspielerin, die hat an der Ernst Busch in Berlin studiert und ich bin tatsächlich über die Oper zum Schauspiel gekommen. Ich war immer in unterschiedlichen Chören und wurde dann für eine Kinderoper bei mir damals am Stadttheater Zwickau gecastet und habe dann in den unterschiedlichsten Opern eben im Kinderchor mitgesungen, mitgespielt und habe dann aber gemerkt, dass ich ja sehr gerne singe, aber dass für mich das Spiel und der Umgang mit Sprache eigentlich das Wichtigste ist. Mhm. Und dann habe ich mit 16 entschieden, ich gehe vorsprechen und habe dann noch das Abi gemacht und ein FSJ und wurde dann aber relativ schnell eben in Hamburg aufgenommen. Mhm. Genau. Und so bist du dann eingetaucht, theoretisch, in die, ja, in die sichere Welt des Schauspiels. Ja, oder in die unsichere. Und wie ist denn deine Erfahrung in der Arbeit mit, vielleicht jetzt in dem Fall mehr in dem Filmbereich, mit Filmregisseuren, mit Filmemachern? Fühlst du dich gut aufgehoben so im Großen und Ganzen? Hast du das Gefühl oft, dass da irgendwie das noch nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren könnte? Also im Filmbereich habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, war sehr gut, weil ich das Glück hatte, dass ich hatte bisher das Glück, dass ich mit den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, die entweder selber Schauspieler waren und somit nochmal ein besonderes Verständnis für die Schauspielerarbeit hatten oder Regisseure eben waren, die sich ganz viel selber weitergebildet haben. Also die bei den eben bekannten Filmcoaches, die es im Moment so gibt, eben
ja, Workshops mit besucht haben und dort wirklich Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Und ich glaube, dass das braucht es. Und so ein gegenseitiges Verständnis und dass da so eine Vertrauensebene entsteht, ne, auf der man weiß, okay, wir stellen Fragen und wir müssen nicht für alles Antworten haben. Mhm. Also das ist, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig. Ich arbeite schon seit einer Weile fürs Ensemble-Netzwerk und dieser Grundgedanke, der jetzt gerade bei der neuen Generation, bei der jungen Generation, auch der Schauspieler aufkommt, eben weg von diesem alten System, der Regisseur ist der König und der mir sagt, was ich zu machen habe und von A nach B zu gehen, sondern ich verstehe wirklich die Arbeit mit einem Regisseur, diese Zusammenarbeit als Team, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man gemeinsam etwas Großartiges schaffen kann und es ja darum geht, eine gute Atmosphäre zu schaffen, dass jeder seine Arbeit so gut wie möglich machen kann für eine Sache. Ja, bestimmt. Theoretisch bin ich auch so ein bisschen auf das Thema gekommen durch Dominik, weil Dominik hatte es, wir hatten mal kurz im Gespräch dazu gehabt und da bin ich so ein bisschen auf diese Richtung nochmal gekommen, weil auch ich gerade für einen anderen Film, für ein anderes Filmprojekt von mir gerade Schauspieler suche und ich auch ganz doll gemerkt habe, dass in Deutschland, wenn man eben nicht auf Workshops geht oder ich war auch schon auf Workshops, aber wenn man halt jetzt gerade in dem Moment nicht selber jetzt unterwegs ist, es schwierig ist, Informationen dazu zu kriegen halt, ne? Wie, was jetzt mit Schauspielführung zu tun hat, das auf die einen Seite, wie man überhaupt Castings macht, auf der anderen Seite, also es ist halt so immer so untereinander redet man vielleicht, also das heißt, ich frage jetzt irgendwelche Freunde, die sagen, erzählen mir was dazu, aber wenn man selber noch kein Casting gemacht hat oder wenn man selber noch kein, zum Beispiel, oder wenn man selber an der Arbeit mit den Schauspielern feilt oder ausarbeitet, weil ich glaube, das ist so ein Prozess, es gibt da nie so ein Ende, wo man sagt, okay, jetzt kann ich das, sondern es ist immer erst recht, weil es auch verschiedene Menschen sind, es ist ein sehr psychologischer Prozess, den man halt ausarbeiten muss, man muss die Menschen verstehen, die dahinter stehen und deswegen fand ich das super interessant halt, dass man halt mal darüber redet und einfach mal so einen Blick drauf wirft, wie kann man das vielleicht besser machen sogar, eben vielleicht durch solche Workshops zum Beispiel. Und deswegen frage ich Dominik gerade, will ich dich gerade fragen, wie sieht es denn aus deiner Sicht aus mit der Arbeit mit Schauspielern? Hast du das Gefühl, du bist da voll, du machst da schon alles richtig? Oder? Natürlich, selbstverständlich. Wieso frage ich überhaupt? Nein, also gerade bei uns in der Indie-Szene, jetzt nicht die Regisseure, die ihren 10. Tatort gerade drehen, sondern die eventuell auch vielleicht an einer privaten oder einer kleineren Filmhochschule oder Quereinsteiger sind durch irgendwelche anderen Sachen, die haben meiner Erfahrung nach sehr, sehr mich einbezogen, sehr, sehr wenig Kontakt eigentlich mit Schauspielern und sehr wenig Erfahrung mit Schauspielern. Die sind meist technisch sehr versiert. Ich kann zur Not jederzeit, wenn ich am Set irgendwie mein Kameramann Schwächeanfall hat oder Kamerafrau, könnte ich die Kamera nehmen und weiterfilmen. Das würde ich technisch hinkriegen. Ich kann nicht für den Schauspieler einspringen und das Verständnis fehlt natürlich auch da viel mehr für den Bereich. Und das habe ich immer mehr gemerkt. Und bei mir war es tatsächlich so, der Stein des Anstoßes war das Filmnetzwerk Berlin. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über die geredet haben. Wer in Berlin ist und filmschaffend ist, hinter der Kamera, leider nicht für Schauspieler, für alle anderen Gewerke hinter der Kamera, meldet euch da kostenlos an. Das ist super. Die bieten ganz viel an. Unter anderem bieten die in Kooperation mit dem Berliner Studio Kurse an, wo man als Regisseur oder Autor selber spielen darf und geführt wird und all diese Sachen erlebt. Und das war wirklich vor etwa knapp anderthalb Jahren ein sehr augenöffnendes Erlebnis für mich. Sowohl dieses geführt werden jetzt auf der professionellen Ebene, als auch privat ganz viele Sachen, wie man als Schauspieler lernt, Kopf abzustellen, dass ich das vielleicht auch mal in mein eigenes privates Leben übersetzen sollte. Und da habe ich dann plötzlich Blut geleckt, als ich das dann gemerkt habe und selber erfahren hatte. Und seitdem hangel ich mich wirklich von Kurs zu Kurs und Workshop zu Workshop, dass es jetzt wirklich so weit schon ist, dass
Workshop-Leiter, die das mitkriegen, dass ich das mache, mich angeschrieben haben und gesagt, ey, ich finde es super, was du machst, willst du nicht auch noch zu mir kommen? So, ich habe die andere Technik, ich lehre die genaue Gegenteiltechnik, willst du dir die nicht vielleicht auch noch mal anhören, dass du beide Seiten der Medaille kennst. Also das ist jetzt tatsächlich so ein Selbstläufer geworden. Und das Schönste, was jetzt relativ frisch seit anderthalb Monaten halt daraus entstanden ist, ist mit Jördes zusammen der Gedanke gewesen, nachdem wir uns auf dem Workshop kennengelernt haben von Tim Garde, Schabak und Choices, dass wir eine regelmäßige Schauspielgruppe haben wollen, die alle auf Augenhöhe, von mir ein bisschen angeleitet und wenn wir dann inszenieren, natürlich von mir Regie geführt, uns alle paar Wochen treffen, eine Szene vorher vornehmen, sie erarbeiten nach einer bestimmten Technik mit anderen Einflüssen noch dazu und die dann drehen, die Schauspieler es sich auch angucken können, dass auch die Schauspieler da extrem hoffentlich ein Verständnis für kriegen, ach krass, das und das habe ich gefühlt, aber so und so wirkt es oder das und das kam gar nicht rüber oder kam gar nicht an. Super spannendes Ding, ich liebe es, ich bin sehr glücklich mit der Gruppe und wir sind da gerade so am hoffentlich durchstarten mit dem Thema. Also ja. Bevor wir in diese Chabak-Richtung nochmal eintauchen, da wollte ich nochmal fragen, wie ist denn das jetzt aktuell? Hast du das Gefühl, dass Film mehr gelehrt wird oder immer noch sehr stiefmütterlich an staatlichen Unis in Deutschland gelehrt wird? Das ist, inzwischen ändert sich das ein bisschen, aber es ist doch noch so, dass ich das so wahrnehme, aus den meisten staatlichen Schulen ist es noch zu weit im Hintergrund. Es gibt nur an wenigen Schulen, also es gibt ja Babelsberg, wo das eben wirklich ein großer Fokus darauf auch gelegt wird. Es gibt eben Ludwigsburg, Hannover zum Beispiel, in Rostock, so viel ich weiß, machen auch Workshops. Aber ansonsten ist es so, dass es doch noch sehr im Hintergrund bisher immer noch geblieben ist. Und wenn man sich als Schauspielstudent dafür interessiert, bedeutet das, dass man eigentlich während des Studiums in der wenigen Zeit, die man überhaupt hat, eben selber Workshops macht oder sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe da schon versucht, relativ früh im Studium nebenbei eben Workshops zu belegen und mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich mich sehr dafür interessiere. Und warum glaubst du, warum das immer noch so, weil ich meine, heutzutage, wenn man jetzt den Mainstream nimmt, in Anführungsstrichen, sind ja mehr Leute, die wahrscheinlich ins Kino gehen als ins Theater. Naja, also grundlegend muss man natürlich sagen, dass am Ende ist ja das Handwerk Schauspiel. Genau. Ne? Und das ist erstmal der Grundgedanke ist ja für Film oder auch für Theater die Grundlage das Gleiche. Aber natürlich muss man ganz anders arbeiten und ganz anders spielen in den eben beiden Richtungen. Und die Sache ist einfach, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt zu lernen. In einer staatlichen Schule studiert man ja 4 Jahre. Da ist es meistens so, dass man eben in den 3 Jahren, den ersten 3 Jahren ist wirklich das Studium und in dem 4. Jahr sind schon die Vorsprechen, diese Vorsprechrunde, die man dann hat. Und es ist einfach immer zu wenig Zeit und man arbeitet oder studiert eben in der Regel von 8.30 Uhr bis 22 Uhr jeden Tag. Hat teilweise keine Mittagspause und am Wochenende macht man dann auch noch Workshops oder arbeitet, verdient Geld oder probt an irgendwelchen Dingen. Und es ist einfach zu wenig Zeit und es gibt immer wieder der Gedanke, neue Dinge mit einfließen zu lassen, neue Leute reinzuholen, neue Richtungen auch noch mit. Also auch in den letzten Jahren war es vielmehr auch der Fokus zum Beispiel auf Dingen wie wirklich noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, was eben von vielen Studenten gewünscht wird, auch psychologische Unterstützung oder Ernährungsberatung oder der ganze Bereich Vermarktung, der lange Zeit viel zu kurz geblieben ist und ja, und ich begrüße das, finde es toll, dass es das an Hochschulen gibt. Aber trotz all dem denke ich auch, dass das Wichtigste erstmal das Spiel ist. Und dann kann man sich ja auch weiterentwickeln, spezialisieren in bestimmte Richtungen. Aber generell glaube ich, dass das an allen Hochschulen unbedingt mehr gefördert werden muss. Aber auch wirklich mehr
der Film und die Kameraarbeit. Mhm. Ich finde, das ist wichtig, dass das sobald wie möglich. Das höre ich ganz oft, ne? Genau, dass genau. Irgendwie immer noch viele Schauspieler genau ja. Das Problem haben, dass sie dann super gerne an der staatlichen studieren, ne? Einfach ja. Um natürlich klar diese auch vielleicht die Reputation zu haben. Aber wo legt man dann auch den Schwerpunkt? Weil wenn man eben nur Filmschauspiel lernt, das wäre mir zum Beispiel wäre für mich auch nicht das Richtige. Also ich möchte gerne beides machen und ich möchte auch gerne in beiden Bereichen arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man einmal ein Verständnis wirklich für das Spiel bekommen hat und auch, sage ich mal, das Spiel auch auf der Bühne und die Praxiserfahrung, dass dann tatsächlich auch der Weg zum Film einfacher ist als der Weg vom Film zur Bühne. Mhm. Weil du, wenn du das einmal gelernt hast, eben einen Abend wirklich zu füllen, ne, eine Figur wirklich mehrere Stunden, da das mit Leben zu füllen, dann fällt einem das auch nicht mehr so schwer, wenn man zum Beispiel dann im Film durcheinander dreht. Ja. Weil man das ja einmal, man hat es erlebt, wie so eine Figur erwacht. Na gut, das stimmt. Mhm. Erwacht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Da gebe ich recht. Also. Definitiv. Dann kommen wir nochmal springen wir einen Schritt zurück, kommen nochmal zu dem Punkt Schabak, weil ich kannte es davor nicht und vielleicht kennen es viele Zuhörer auch nicht. Also es gibt ja verschiedene Methoden, Techniken und da ist Schabak eine davon. Was ist Schabak? Wie ist es beschrieben, fragen wir bestimmt alle jetzt. Also es ist benannt nach Ivana Schabak. Mhm. Schabak wird Chubbuck geschrieben. Mhm. Und es ist, wie du gesagt hast, eine Richtung oder eine Art der Technik von vielen. Erstmal vorneweg, ich finde, dass das, es gibt nicht die eine Technik. Mhm. Eventuell mal für Schauspieler XY, dass er wirklich sagt oder sie sagt, ich benutze nur dieses eine und das ist perfekt für mich. Mhm. Aber der Schauspieler daneben macht schon was ganz anderes. Und ich würde sogar sagen, die individuellen Schauspieler sollten im Idealfall einen Mix aus verschiedenen Sachen sich bedienen, was für sie funktioniert. Mhm. Ich habe mit vielen geredet, für die Schabak gar nicht funktioniert. Weil es in der Vorbereitung sehr verkopft ist. Ich habe mit welchen geredet, wo es wunderbar funktioniert, unter anderem jetzt halt auch in der Gruppe. Vom Grundprinzip ist es eine amerikanische Technik. Die Amerikaner und die Skandinavier und so, die arbeiten ja ganz viel mit Substituten. Also Substitut erklärt, dass du dir nicht vorstellst, du bist jetzt der Mann, der Krebs hat und in einem halben Jahr sterben wird, wenn du nicht wirklich in dieser Situation bist. Also du versuchst dich empathisch da reinzufinden, sondern du suchst für dich ein Substitut, du suchst für dich entweder für die Krankheit oder für die Person, mit der du spielst, eine Übersetzung, wie das funktionieren könnte. Mhm. Und da aus dieser Richtung kommt halt auch die Schabak-Technik und das sind dann bestimmte Tricks und Tools, die du halt anwenden kannst und viele Prominente, dadurch ist es halt bekannt geworden. Ich kenne es seit 2011, es schwappt aber jetzt erst so langsam immer mehr, finde ich, nach Deutschland rüber, so in den letzten 3-4 Jahren so richtig. Viele prominente Amis, die dann halt bei der Ivana Schabak auf sie schwören und bei ihr. Wer ist denn da zum Beispiel ein Verfechter von dieser Technik? Ja, also jetzt aus meinem Kopf, nein, ich lese es gerade ab. Charlize Theron, James Franco, Halle Berry, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, Sylvester Stallone, Jared Leto, Jim Carrey. Und das ist für mich, finde ich, auch ganz banal gesagt, viel ein Unterschied, den du im sonstigen europäischen Film siehst. Mhm. Jetzt mal weg von den Bühnen und zu den Amerikanern und den Skandinaviern. Die haben eine andere Form der Intensität, meiner Meinung nach. Da können gerne welche widersprechen. Gegensatz zu denen, die sich empathisch in die Figuren reinfühlen, wie dieses Beispiel, was ich jetzt von dem krebskranken Mann gesagt habe. Mhm. Also wenn du mit Substituten, wenn du wirklich mit eigenen Erfahrungen, mit anderen Bildern, die für dich funktionieren, für diese Krankheit, für deinen Spielpartner, das machen halt, auch wenn sie nicht Schabak bedienen, machen das prinzipiell die Amis und die Skandinavier fast ausschließlich. Was ist denn hier in Deutschland üblich? Also, Entschuldigung. Ja, und das Besondere ist aber eben bei dieser Technik ist, dass, wie ich finde, es eben für mich nicht so sehr eben in dieses Metiv geht. Also du denkst an deinen toten Goldfisch, der vor 3 Jahren gestorben
ist und bist deshalb dann plötzlich ganz traurig. Nein, sondern ich finde das Tolle, oder aus der Schauspielsicht ist das Tolle, dass du sehr stark mit der aktuellen Lebenssituation und Lebensrealität deines jetzigen Alltags arbeitest. Mhm. Und das führt natürlich zu Themen und zu Energien, wo einfach sofort was aufgeht, weil das einfach Themen sind, die du gerade eigentlich verhandelst in deinem aktuellen Leben oder die du vielleicht gerade nicht verhandelt hast. Und ich finde es eben nicht so negativ vergangenheitsbelastet, sondern es ist sehr im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich war selber, als ich... eben in Deutschland ist es ja vor allem eben Tim Garde, der das jetzt eben seit 4 Jahren macht, ungefähr, diesen Kurs. Und eben das Tolle ist wirklich, ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich eben Angst hatte, dass es eben zu vergangenheitsbezogen war und auch zu sehr irgendwie problembezogen auf irgendwie meine Privatsphäre so. Aber es ist eben sehr durch dieses Aktuelle und Jetzige und im Jetztsein ist das, finde ich, sehr, sehr kraftvoll. Okay. Und auch wirklich eine Methode, die einfach Spaß macht. Mhm. Also es macht große Freude, damit zu arbeiten. Was mir tatsächlich jeder Kursleiter, egal welche Technik, also selbst ganz gegenteilige, alle gesagt haben oder irgendwann mal gefallen ist, ist der Satz, Schauspiel und Schauspieltraining ist keine Therapie. Mhm. Also es geht halt nicht darum, dass du jedes Mal, wenn du vor eine Kamera oder auf die Bühne stehst, keine Ahnung, die Vergewaltigung in deiner Kindheit oder der Vater, der dich geschlagen hat oder was auch immer Schlimmes vorgefallen ist, dass du es jedes Mal hochholst und aufarbeitest. Darum geht es nicht, daran gehen Leute kaputt. Mhm. Das ist scheiße. Und genau, da hat sie vollkommen recht, dass Schabak da halt einen sehr aktuellen, gegenwärtigen Weg ergeht. Und dann kann es halt wirklich der sein, der auf dem Weg zum Set dich gerade geschnitten hat mit deinem Auto oder die Diskussion mit dem Postboten, die du dann als Substitut ideal verwenden kannst. Was sind so gängige Techniken hier in Deutschland, die man sonst so benutzt als Schauspieler? Also natürlich hat man im Studium unterschiedliche Techniken. Jetzt die bekannten Stanislavski, Tschechow. Man beschäftigt sich natürlich auch mit Brecht. Ich habe mich aber in den letzten Jahren jetzt eben immer mehr mit, sage ich mal, neueren oder Techniken beschäftigt, die für mich da nochmal aktueller, die einfach in der jetzigen Arbeitsweise mir mehr helfen und die man eben sowohl auf Film als auch auf Bühne beziehen kann. Mhm. Und ich kenne seit 2016 zum Beispiel Jens Roth, der ja hier in Berlin arbeitet, aber eben auch Workshops in zum Beispiel Hamburg macht. Und der hat ja das Source-Tuning erfunden und hat sozusagen eine eigene Technik entwickelt, auch aus unterschiedlichen Übungen. Und dann gibt es eben die Chabak-Technik, so mit der, wo ich einfach jetzt inzwischen immer mehr Leute kenne, die mit der arbeiten. Meißner höre ich öfter. Meißner, stimmt. Ja. Das sind so die großen Namen. Ja, es gibt sicher noch mehrere, aber dann gibt es Leute, die unterschiedliche Techniken miteinander verbinden oder die ihre eigenen Techniken entwickeln. Aber ich bin so vor allem jetzt in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten eben vor allem bei diesen beiden Techniken habe ich mich vor allem damit beschäftigt. Ja, am Ende entwickelt man ja sowieso für sich selber das. Genau, seinen eigenen Baukasten, den Mix, wo man die Sachen rausnimmt. Mhm. Und also für mich ist immer dann so eine Technik gut, wenn ich merke, dass sie mir einfach Freude macht, dass sie mir Spaß macht, dass sie dazu führt, dass ich mich kreativ fühle, dass ich Ideen, dass es einfach fließt, dass es losgeht. Und und dann ist eigentlich so, dass ich merke, ja, das bringt mir was. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade Jens Roth und Source Tuning erwähnt hast, einfach mal als Ermutigung für die Filmschaffenden, die zuhören. Ich nehme mal an, deine Zielgruppe sind ja bisher jedenfalls weniger Schauspieler und eher die Leute hinter der Kamera oder die sich dafür interessieren.
Es bringt euch, selbst wenn es euch gar nicht so sehr geht, Schauspieler zu verstehen, wie die ticken, es bringt euch auch für eure eigene Arbeit extrem viel. Dieses Source-Tuning habe ich unter anderem dann halt jetzt auch mal gelernt und wahrgenommen. Und das kann man großartig. Jens Roth sagt es selber, dass seine Ehefrau als Autorin das selber immer anwendet, um quasi in ihre eigenen Figuren, bevor sie sie schreibt, reinzutauchen und dann die Geschichte mal aus ihrer Figur heraus zu erleben und dann ein ganz anderes Standing zu haben. Und das habe ich mit einer befreundeten Autorin, die diese Technik kennt, habe ich das vor 2-3 Tagen gemacht. Ich arbeite gerade an einer Episodenfilm-Kurzgeschichte und ich war eine Stunde lang ununterbrochen in meiner Hauptfigur quasi drin und sie hat mir die ganze Zeit von außen Fragen gestellt, aus der Figur raus. Wir haben es natürlich aufgenommen, dass ich später weiß, was ich gesagt habe. Und wirklich, ich weiß nicht, ob man es so lange eigentlich machen soll, aber es war so großartig, dass wir das wirklich eine Stunde durchgepowert haben. Und jetzt so viel mehr meine Hauptfigur verstehe. Und das ist, glaube ich, für viele Autoren auch immer so ein Hindernis. Ich weiß, wie die Geschichte führt und wo sie hingeht, aber warum macht er oder sie das jetzt eigentlich die ganze Zeit? Und was ist seine oder ihre Agenda? Und auch auf dieser Art und Weise können Schauspieltechniken, finde ich, extrem viel helfen. Also es ist dumm, das Angebot nicht zu nutzen, vor allem abschließend noch zu dem Thema, weil die meisten, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, die meisten es dir sogar direkt anbieten oder du, wenn du sie anschreibst, sagen kannst, hey, ich bin Regisseur, ich habe voll viel Gutes über deine Technik gehört, könnte ich mal zuhören. Fast alle bieten an, dass du kostenlos hospitieren kannst und Mäuschen spielen. Bei Jens Roth dann sogar tatsächlich ein bisschen mitmachen, bei Tim Garde mehr zuhören, aber da hat jeder sein eigenes Herangehen, weil prinzipiell, dass du im Raum bist und an deren Seite die Technik auch erlernst und die Ideen aufnimmst. Super, also dumm, wer es nicht tut. Das heißt, wie viele Workshops hast du das jetzt gemacht? Ich habe Berliner Studio, das ist von Prodomos Antoniades, der Grieche aus Die Spielwütigen, falls die Doku einige der Zuhörer kennen. Bei dem war ich zweimal, habe mich jetzt gerade angemeldet fürs dritte Mal. Das ist diese, die auch gezielt Regisseure und Autoren halt spielen lässt. Bei Tim Garde war ich jetzt zweimal, bin auch im November nochmal da. Und bei Jens Roth war ich jetzt erst in einem Schnupperkurs und werde aber auch zu einem längeren nochmal zu ihm gehen. Und während der Berlinale habe ich auch so ein paar 1-2 Tages-Workshops von Berlinale Talents wahrgenommen. Also seitdem das losging mit dem Berliner Studio, ist momentan ein permanentes Aufsaugen von Ideen und Möglichkeiten einfach wahnsinnigen Spaß haben. Ich habe halt wirklich momentan wieder diesen Spaß und die Freude an meiner Arbeit, den ich so... weiß nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Ich hatte sicher auch sehr schöne Tage zwischendurch, aber den ich wirklich so in der Anfangszeit, wo selbst eine langweilige Hochzeit abfilmen oder eine Veranstaltung abfilmen, ein Riesenspaß und eine riesen Aufregung und Freude war. Diese Freude, die, ich würde sagen, jetzt in den letzten 5-6 Jahren so einem Gefühl, dass es macht mir Spaß, aber es ist auch gleichzeitig mein Beruf gewichen ist, ist momentan wieder unfassbar da, auch und hauptsächlich auch, wenn ich mich alle 3 Wochen jetzt mit unserer Gruppe treffe und wir da einen ganzen Tag lang einfach nur an der Szene arbeiten und es nur mit Schauspielern arbeiten, ist es kein Kameramann, kein Technik, kein Beleuchter, kein Maske, kein gar nichts, einfach nur wir, die miteinander nachdenken, arbeiten und versuchen, in der Zeit, die wir haben, das Beste aus den Figuren rauszuholen. Und du als Schauspielerin, was holst du aus den Workshops raus? Ist es eher dieses regelmäßig Spielen, wenn du gerade nicht spielst? Oder was ist da das Spiel? Ja, was bringt dir das am meisten? Ja, es sind wirklich diese unterschiedlichen Herangehensweisen und Techniken, unterschiedliche Techniken, wo ich gucken kann, worauf habe ich Lust. Und mir macht das eben auch, ich mache das eben ja jetzt seit 2 Jahren, dass ich viel so unterschiedliche Workshops besuche. Und mir macht das unglaublich Spaß, da neue Herangehensweisen zu erlernen und auszuprobieren. Mhm. Und wen ich noch empfehlen kann, ist das Frank Betzelt Coaching Team. Vor wenigen Wochen war ich bei Theresa Harder. Die macht so ein
Film und Kamera, Schauspiel, Workshops 2 sind das also aufbauend aufeinander für junge Schauspieler. Und da kann man auch hospitieren. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen. Und dann war ich jetzt am Montag bei Tom Lass bei dem Impro-Lab. Mhm. Und ja, also ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweise und wie kann ich mich möglichst im Moment, eigentlich in den Moment bringen und aufmerksam wach zu sein, mhm, und das mit Freude zu machen, weil es doch ja viele Dinge gibt, die einen immer wieder, wo man dann viel erstmal nachdenkt und ja, man will es ja auch gut machen und man will ja auch keine Fehler machen und das einfach loszulassen und ja, zu spielen. Und Fehler sind das Wichtigste in diesem Beruf, weil das der Anfang für alles ist. Und wenn man das verstanden hat, dann ja, ist dann auch ist sehr viel leichter. Ist, ne? Ja, ja. Sehr viel leichter einfach. Mhm. Aber das heißt, wenn du jetzt an einen, nennen wir es mal, an einen bezahlten Job rangehst, dann kannst du von dir sagen, dass du da so ein bisschen diesen Druck vielleicht so ein bisschen ablegen kannst? Ja, ich kann auch mit diesen Techniken. Also das Tolle ist gerade bei dem Source Tuning, diese Technik kann man wahnsinnig gut auch für sich selbst verwenden. Und ich mache das vor jedem Casting, vor jedem Vorsprechen. Tatsächlich auch, wenn ich zu jedem Workshop, zu dem ich gehe, wende ich vorher diese Technik an, um mich einfach ja, wach zu machen, mhm, bereit. Es geht los, ich will spielen. Ich habe Bock. Mhm. Und wende die sehr viel an. Ja. Mhm. Also ich glaube, abschließend zu dem Thema könnte, mhm, man sagen, auf jeden Fall, ja, also gebe ich dir vollkommen recht, auch für jeden Filmmacher ist es auf jeden Fall sehr wichtig, auch das wahrzunehmen, wie du sagst. Also das ist Nummer 1, wahrzunehmen. Nummer 2 ist auch der Vorteil einfach, dass man halt in der Zeit auch seine, nennen wir es die Craft, weiter ausbildet halt, ne? Dass man eben nicht die ganze Zeit nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt und überlegt und plant und schreibt und produziert und was auch immer, sondern dass man in der Zeit halt sich weiterbildet, weil der Umgang mit den Schauspielern ist halt, wenn man als Regisseur rangeht, eine der wichtigsten Sachen, die man halt machen muss und kann, können muss, so. Und das hatten wir kurz im Vorgespräch auch, dass ich glaube, man kann sich da nie fertig ausbilden, weil es ist immer, jede Person, mit der man arbeitet, ist halt anders. Egal, welche Methode die benutzt, aber wie du da am besten mit dieser Person umgehen kannst, wie man am besten mit denen sprechen kann. Du hast den schönen Satz gesagt mit dem unbekannten Etwas, der Schauspieler für den Regisseur. Das ist halt, glaube ich, auf jeden Fall, ist das, wie du sagst, am besten natürlich für Leute, wichtig auf jeden Fall für Leute, die auch erst recht nicht an staatlichen Unis studiert haben, die sehr technisch vielleicht studiert haben. Das heißt, dass man das noch ein bisschen mehr aufbaut, diese Richtung, und dann halt für alle anderen auch, dass man halt regelmäßig unterwegs ist und sich einfach weiter fortbildet halt. Ich glaube, das ist so jetzt zusammenfassend wichtig. Mhm. Ne? Und ich stelle die These auf, dass wenn man sich diese Zeit nimmt, immer wieder, dann wird das sich auch auf alle sämtlichen anderen Bereiche auswirken, weil du mit einer ganz anderen Kreativität, mit einer ganz anderen Energie und Freude für deinen Beruf neu in auch eben vielleicht die technischen Bereiche reingehst, mhm, und ich glaube, dass es sehr befruchtend ist. Mhm. Tatsächlich, ich hab ein Beispiel, was ich momentan immer ganz gerne bringe. Das ist, als ich 2011 während meines Abschlussfilms von Schabak erfahren habe und das Buch verschlungen habe und diese Technik, ohne jetzt zu sehr die Schabak-Fahne hochzuhalten, aber das ist halt die Technik, mit der wir gerade viel, viel arbeiten oder an der wir gerade arbeiten und in der wir uns gerade versuchen zu verbessern und zu optimieren. Meine Schabak-Arbeit, ich habe natürlich mit den Schauspielern die Rollen vorbereitet, besprochen, alles mögliche, aber meine Schabak-Arbeit sah dann tatsächlich mit den Schauspielern so aus: Hier habt ihr das Buch, das ist ziemlich geil, lest es euch mal bitte durch und wendet es an. Mhm. Das war 2011 meine Schabak-Arbeit. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir in dem Kurs machen und wie ich dann wirklich auf einzelne Details, eben weil ich das Wissen habe. Mhm. Von daher
Ich finde es auch super spannend jetzt für die Zukunft, wenn ich möglichst breites Wissen an Schauspieltechnik habe. Ich werde jetzt nicht jeden Schauspieler, mit dem ich drehe, oh, ich finde Schauer geil, das musst du jetzt unbedingt lernen, bevor wir den Film drehen, sondern eher, okay, welche Technik bedienst du denn eigentlich und wie arbeitest du? Ah, so und so. Alles klar, dann weiß ich, wie es funktioniert und habe einen ganz anderen Punkt, wo ich einsteigen kann. Wenn ich jetzt mit Jördes und jemandem, der was vollkommen Gegenteiliges arbeite, weiß ich mittlerweile eigentlich, was ich zu Jördes sagen könnte. Und hier beim letzten Beat könnte man vielleicht die Action, was hast du denn da für eine Action? Wie könnten wir die anders anlegen? Funktioniert das Substitut wirklich? Sehr konstruktiv mitarbeiten, während ich bei einem anderen Schauspieler anders arbeiten kann. Also das ist tatsächlich etwas, was bei mir noch ein ganz, ganz langer Lernprozess sein wird, wo ich aber momentan einfach wie ein Schwamm bin und einfach unfassbar begeistert und wieder wirklich absolute Freude an meinem Beruf aktuell habe. Was, wie Jördes gesagt hat, sich halt auch auf alle Bereiche gerade irgendwie im Leben ausstrahlt, ohne jetzt zu hippie-mäßig zu wirken. Das Leben ist besser geworden dadurch. Hast du nicht gesagt, was ich jetzt gesagt? Einfacher. Tatsächlich. Also ich als Kopfmensch bin bedeutend weniger bei mir und mache mir bedeutend weniger Gedanken über mich selber, seitdem ich einige der Kurse gemacht habe. Also das sind jetzt einfach 1000 Gründe, mal da loszugehen. Natürlich, klar, ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, wenn man halt in Ballungszentren wohnt, ne? Ja. Solche Sachen zu besuchen, weil da werden die meisten Workshops gemacht. Aber na klar, gilt halt einfach versuchen, da trotzdem Sachen zu besuchen und darüber einfach mal ein bisschen mehr Input sich anzueignen. Um einen kleinen Schwenk zu machen und trotzdem beim selben Thema zu bleiben, also immer noch bei dem Thema Schauspielführung etc. Ich würde gerne mal, wenn ich gerade sowieso einen Regisseur hier habe und eine Schauspielerin hier habe, einfach mal mit dem über das Thema reden, eben was vielleicht so, was du als Schauspielerin, was dich vielleicht manchmal, was dir fehlt manchmal am Set vom Regisseur. Also was, nee, machen wir es andersrum. Also was, welche Sachen, die ein Regisseur sagt, bringen dich vielleicht raus aus dem Spiel? Also worauf könnte man als Regisseur mehr darauf achten? Naja, also generell glaube ich erstmal, dass das, was ich mir wünschen würde als Schauspielerin, dass ich, wie ich eben vorhin sagte, dass ich mir wünsche, dass man gemeinsam ein Team ist, dass man sich vertrauen kann, dass man dass man auch weiß, dass man dass so ein Raum entsteht, dass man auch, ja, dass man loslassen kann, ja, und dass man sich auch fallen lassen kann und dass man dann auch aufgefangen wird und dass man aber erstmal gemeinsam den Mut hat, so hoch zu pokern, wie es eigentlich geht. Und immer zu sagen, komm, es geht noch weiter. Und sich gegenseitig auch herauszufordern. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von so einer Kuschelatmosphäre am Set, weil ich eben glaube, dass man sich's dann doch oder auch eben bei Proben, weil ich dann doch oft denke, dass man sich damit zu leicht macht, dass man eben Theater, darum geht es ja, es geht ja um Konflikte. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man sich irgendwie da die Kamera an den Kopf werfen muss, aber dass man sich gegenseitig herausfordert und dass man sich's nicht eben, ja, sich's nicht zu leicht macht. So. Und dass man weiß, dass man gegenseitig auch Kritik aussprechen kann und dass man auch Dinge anders sehen kann und dann kann man drüber reden. Ich glaube, wenn eben wenn es diese Atmosphäre gibt, dann ist, glaube ich, sehr viel möglich. Und dann kann man ja erstmal jetzt von Kritik erstmal, kann man ja eher was damit machen. Wichtig ist, dass eben so eine Vertrauensebene besteht, dass man sich eben Dinge sagen kann und Dinge auch kritisieren kann oder sagen kann, hey, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter oder ich verstehe überhaupt nicht, wo wir sind, worum es geht. So. Dass man sich traut, auch Schwächen und Fragen einfach sagen zu können, dass da so ein Schutzraum, sage ich mal, da ist. Wie wichtig ist es dir, dass ein Regisseur dann so die Techniken kennt? Es ist toll, wenn ein Regisseur diese Techniken kennt, aber er muss sie nicht kennen. Ich kann sie auch so anwenden, wenn ich das möchte. Ich begrüße das und finde es toll, wenn Regisseure sich damit beschäftigen. Was ich mir wünsche von Regisseuren oder was ich mir wünsche bei der Zusammenarbeit mit Regisseuren ist, dass sie wirklich brennen für das, was sie tun, für die Geschichte, dass sie vorbereitet sind. Ja, dass so ein Vertrauen besteht und dass
ja, dass sie ihren Schauspielern was zutrauen. Mhm. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass Regisseure so unsicher waren, dass sie aus ihrer eigenen Unsicherheit dann Schauspielern nicht zutrauen, Dinge nicht zutrauen, Figuren nicht zutrauen. Mhm. Also was meinst du mit nicht zutrauen? Dass sie nicht mehr raus... Weil sie selber unsicher sind sozusagen, dann... Ja, also ich sag auch öfters mal so zu Regisseuren, lass mich mal machen so. Mhm. Gib mir mal erstmal Zeit, lass mich mal erstmal ausprobieren. Mhm. Also immer wieder sich bewusst zu machen, man probiert gemeinsam Dinge. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man einen Film oder eine Geschichte oder ein Theaterstück und dafür jetzt die Lösung hat und einen Weg, den man jetzt abgeht und dann hat man das irgendwie so. Sondern das ist ja gerade das Spannende an unserem Beruf, dass man immer Dinge ausprobiert und dass man auch scheitert und... So, und dass man, also... Ja, da gibt es ja Regisseure, die genau eben anders denken und sagen, da ist ein schönes Beispiel, gut, er lebt nicht mehr, aber Hitchcock zum Beispiel, der halt wirklich akribisch alles vorgeplant hat und eigentlich den Schauspielern kaum Raum gelassen hat, sich da so voll auszu... Wenn ein Regisseur da einen Plan hat, so, und so ein Projekt, und ich verstehe, was derjenige will, und ich Lust habe, mich darauf einzulassen, dann bin ich auch absolut bereit und da wird auch, glaube ich, werden die meisten Schauspieler sich darauf auch einlassen. Mhm. So. Im Gegenteil, also ich appelliere eher dahin, lasst uns so gut wie möglich vorbereiten. Mhm. Aber lasst uns dann im Prozess ganz viele Dinge neu ausprobieren. Ne? Mhm. Und ist es für uns Regisseure nicht genau das Schwierige halt, dieses zum einen dieses Lockerlassen, dass man halt sagt, probieren und mal gucken, was passiert. Erst recht mit dem Produktionsapparat, der im Hintergrund abläuft. Zeit und Geld, was im Hintergrund abläuft. Und auf der anderen Seite halt, also eben dieses Akribische irgendwie auch mal zur Seite legen zu können und zu sagen, wir haben alles geplant, aber wir lassen jetzt einfach mal die Zeit, um da zum besten Punkt zu kommen halt. Ist das nicht genau auch das Problem von uns Regisseuren? Prinzipiell ist die Aufgabe von Regisseuren eigentlich zu wissen, wie du mit allen Leuten umgehst und wie du ihre Talente und ihre Fähigkeiten so nutzt oder einfängst, dass das bestmögliche Ergebnis, was in der gegebenen Zeit entstehen soll und auch wirklich entstehen kann. Und das gilt halt gleichermaßen für Kamera, ob du denn eine grobe Idee hast, ob es eher eine 50er Brennweite oder das und das wird und ob man es eher low oder von oben oder wie auch immer man es filmt, als auch auf der anderen Seite eine Idee und ein Verständnis. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt eine Pflicht ist, für jeden Regisseur einen Schauspielworkshop besucht zu haben, aber ein Verständnis dafür, was die Person da tut. Also ich hatte wirklich so vor, ich weiß nicht mehr, welches Projekt es war, aber ich hatte bei irgendeinem Projekt, wo ich ans Set kam und es ging um ein Musikvideo, wo Schauspieler mitgespielt haben. Mhm. Und ich habe am Set selber gemerkt, dadurch, dass es innerhalb von einer Woche alles geklärt werden musste, gab es keine Vorbereitungszeit, nur eine Drehbesichtigung mit dem technischen Team, Drehortbesichtigung, dass ich echt so am Set gedacht habe, was mache ich jetzt eigentlich mit den beiden Schauspielern? Mhm. Also die Geschichte ist klar, die steht auf dem Blatt Papier, aber was mache ich jetzt eigentlich mit denen? Mhm. Das war eventuell vielleicht auch dann ein paar Jahre später dann dieses Erlebnis, was dann dazu hingeführt hat, dass ich diese Workshops besuchen wollte, weil ich aus diesem Zeitstress und alles gleichzeitig Menschen noch halb Produzent sein bei dem Projekt, das dann dazu geführt hat. Aber prinzipiell, es gibt nicht die eine Methode, wie du mit Schauspielern umgehen kannst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Gene Hackman oder einer von diesen anderen großen, so entweder De Niro oder einer von denen, der gesagt hatte, die einzigen zwei Kommandos, die ein Regisseur beherrschen muss, ist weniger und mehr. Mhm. Den Rest mache ich. Mhm. Und wenn du so einen Schauspieler hast und das weißt, dann gibst du ihm halt weniger und mehr und kannst notfalls da noch ein bisschen mit ihm über die Backstory seiner Figur reden und irgendwie anders an was ranbringen, wenn du merkst, er will nicht mehr mehr als diese Information haben. Aber wenn ich merke, dass das Schauspieler mit einer bestimmten Technik arbeiten oder irgendwas ganz Bestimmtes gerade machen oder sich vielleicht auch wirklich mal verrennen in irgendeine Ecke, bin ich jetzt
viel, viel, viel selbstsicherer, sie da zurückzuholen, so wie ich es seit vielen Jahren bei allen anderen Departments bin. Mhm. Diese Selbstsicherheit ist jetzt da. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen vorher gemeint, dass man halt, wichtigste ist halt, dieses Psychologische zu verstehen und dafür sich die Zeit zu nehmen, auch egal für welches Department, ist ja egal, ob der eine mit seinen familiären Problemen kommt oder ob die Schauspielerin oder der Schauspieler gerade Probleme hat, sich in die Rolle einzufinden. Du bist halt leitende Tätigkeit am Set und musst halt versuchen, halt alle irgendwie zu verstehen und dabei halt irgendwie eine Lösung zu finden dafür, um halt die beste Qualität rauszuholen. Eine schöne Sache, ein ganz simples Beispiel, was jeder machen kann, wenn ihr am Set seid oder wenn ihr euch zum Proben trefft oder was auch immer, oder wenn ihr einen anderen Beruf habt, auch da kann man das eigentlich anwenden. Was ich von dem Prot gelernt hatte, ist, dir wirklich die Zeit zu nehmen und einfach jeder Person, wenn du sie morgens zum Set-Call siehst, einfach mal einen Moment ins Gesicht zu gucken, vielleicht wirklich ernsthaft fragen, hey, wie geht's? Und den Kontakt zu suchen und zu verstehen und zu merken, was du gerade gesagt hast, heute ist ein ganz schlechter Tag bei der Person. Denn entweder wisst ihr, wie ihr dann mit ihr umgeht oder nicht, oder dass ihr sie vielleicht heute schont oder anders irgendwas macht, aber prinzipiell einfach, wenn ihr morgens am Set oder an der Probe oder bei uns im Kurs oder so ankommt, einfach erstmal, bevor man jetzt, so, wir drehen heute Szene das und das und das und komm mal schnell her und wir machen eine Stellprobe und das und wir sind schon hinter Verzug, so einfach mal kurz sich hinsetzen oder hinstellen oder wenn nicht die Zeit dafür ist, das im großen Kreis mit allen zu machen, wirklich jeden, wenn du ihn morgens begrüßt, vielleicht einfach mal 30 Sekunden Aufmerksamkeit ihnen zu schenken und wirklich für dich selber zu verstehen, es muss denen gerade gar nicht schlecht oder so, aber wie ist deine Wahrnehmung von der Person, mit der du da gerade redest, wie geht's ihm oder ihr heute und was muss ich eventuell anders machen, als ich es gestern gemacht habe im Umgang mit dieser Person. Das ist, finde ich, ein ganz vom Denken her simpler Trick, aber einer, den man sich angewöhnen muss und der ganz viele zwischenmenschliche Interaktionen, finde ich, vereinfacht und besser macht für beide Seiten. Und für den Schauspieler oder die Schauspielerin ist es ja auch ganz wichtig, eben ans Set zu kommen und präsent zu sein, ne? Und aber bei sich zu sein und eben die 100 Leute, die da um einen herumlaufen, da mit diesem ganzen Stress aber umgehen zu können, ne? Und da sich selber nicht zu verlieren. Und da gibt es eben in diesen unterschiedlichen Techniken gibt es wirklich tolle Übungen dafür, die sehr simpel sind und die man auch im Alltag trainieren kann und üben kann und die wirklich enorm helfen. Glaubst du, dass der Schauspieler auch ein bisschen mehr vielleicht das Technische wissen sollte? Oder glaubst du, das ist gar nichts, was der Schauspieler irgendwie, das geht ihm gar nichts an, um zu verstehen, warum denn vielleicht gerade auch was nicht funktioniert oder warum der Regisseur gerade so eher zu schnell ist gerade, obwohl er vielleicht eigentlich viel mehr Zeit hat. Ja, absolut. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Also ich habe auch schon Kamera-Workshops belegt, sozusagen cool. Kameraführung auch schon gemacht, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, um eben die Bilder im Kopf zu haben, zu wissen, okay, wie wird die Geschichte eigentlich erzählt, auch sich mit Ton zu beschäftigen, ne? mit was ist da wichtig und auch um, ich glaube, sehr einfach wertschätzender mit dem anderen gegenüber und den unterschiedlichen Bereichen und Gewerken einfach umgehen zu können. So, und ich glaube, also so abschließend einfach diese Neugier, sich zu bewahren. Und es ist ein Spiel. Und Kinder, ja, die sagen, ich bin Rotkäppchen und dann sind sie im Wald. Und dazu braucht es nichts. Und ich glaube, das ist für mich so eine grundlegende Sache, was ich an diesem Beruf liebe. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Hast du noch was, Dominik, was du noch sagen willst, was du noch loswerden möchtest? Nee, ich glaube, ich habe eigentlich alles stark genug betont. Das ist halt wirklich für die Leute, die hinter der Kamera in irgendwelchen Gewerken arbeiten, die im direkten Kontakt mit Schauspielern zu tun haben, die sollten wirklich einfach mal sich selber fragen, kenne ich mich in dem Bereich so gut aus wie in meinen anderen Bereichen und fühle ich mich da so sicher oder ist es immer eine totale Unsicherheit, wenn dann da die Schauspieler an dem Drehtag ans Set kommen
Und wenn ja, kann man das eventuell ändern? Mhm. Wenn ihr keine Workshop-Typen seid, dann holt euch Bücher und belest euch. Mal, es ist ein Beruf, in dem man nie auslernt. Und ja, ansonsten schreibt mich mal an und besucht uns bei unserer Gruppe und guckt uns mal über die Schulter als Filmschaffende, was wir da so machen und wie wir arbeiten. Jederzeit gerne. Ja, das kann ich auch noch dazu hinzufügen, dass ich glaube auch, da müsste es mehr geben aus Deutschland. Es gibt viel, also jetzt Workshops gibt es einige in Deutschland, aber wenn man sich halt wenn man nicht die Möglichkeit hat, auf Workshops zu gehen, die Möglichkeit, sich halt entweder online oder so, sich da so ein bisschen ein paar Infos reinzuholen. Ich meine, Workshops kann man immer selber auch vielleicht sogar organisieren in seinem Kosmos, in seinem Ort, in seiner Ortschaft, aber dass man halt zusätzlich noch mehr Infos kriegt, einfach, was machen die anderen, was machen Schauspieler, was machen, dass man da mehr Einblick kriegt. Da haben wir viel aus Amerika, ne, ganzen Seiten und ganzen YouTube-Channels und sowas, aber super. Ne, aber in Deutschland gibt es noch nicht so viel dazu, also super, wenn ja vielleicht Leute auch Lust haben, vielleicht da auch nochmal so einen Einblick zu geben einfach. Ne? Oder wenn es auch diese Verbände sind zum Beispiel, die einfach sagen, wir geben mal so einen Einblick in diesen Beruf oder wir geben mal Einblick in die Arbeitsweise von diesem Berufsstand halt. Und da glaube ich, es würde auch allen so ein bisschen helfen, dass man noch so ein bisschen mehr so einen Überblick kriegt halt. Ne? Und Offenheit, glaube ich, für alle gilt sowieso. Ne? Das ist, glaube ich, der Beruf ist ein Teil davon, dass man halt offen ist, offen durch die Welt geht und sich halt nicht nur in seinem Kosmos bewegt. Und ich glaube, deswegen sind solche Sachen ganz gut anzugehen halt, definitiv. Dann würde ich damit den Podcast für diese Folge erstmal beenden und bedanke mich bei euch beiden, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir hier hinzusetzen und dass wir ein wenig über das Thema Schauspiel und die Arbeit von Regisseuren mit Schauspielern reden konnten. Da könnten wir gerne nochmal, ich glaube, da ist noch genug da, was wir auch machen können, um noch ein bisschen zu vertiefen das Ganze. Aber erstmal soll es für diese Folge mit dem Thema gewesen sein. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch, dass ihr so zahlreich allgemein zuhört. Würde mir noch wünschen, dass noch mehr Leute das Ganze abonnieren auf den typischen Kanälen wie Spotify, kann ich jetzt so endlich sagen, ja. iTunes und jeder Podcast-App, also einfach runterladen, falls ihr wirklich diese anderen Sachen nicht benutzt wie Spotify. Oder auf Facebook könnt ihr auch einfach folgen oder liken, sagt man ja dort, liken und dann kriegt ihr auch aktuelle News, was jetzt gerade welche neuen Podcasts kommen. Das würde mich natürlich freuen und ich merke halt, ich muss es mehr sagen. Dominik zeigt einen Finger auf. Tipp, hört euch mal die letzte Folge, ich glaube es war die 33 an, zur Prokrastination. Ja. Ich war leider nicht da, weil ich das verschoben habe. aber großartig. Ich hab euch zugehört und ich mache jetzt jeden Morgen meinen Terminplan und so ein paar Sachen, die ihr da euch ausgesponnen habt oder erklärt habt, was ihr tut dagegen, habe ich tatsächlich jetzt, seitdem ich das vor 4-5 Tagen gehört habe, angewendet. Von daher schlecht. Einfach mal nicht nur ein Teilnehmer, sondern auch ein Zuhörer, sehr praktischer Nutzen, wenn man dich regelmäßig hört. Das freut mich zu hören. Dann gehen wir damit raus mit diesen positiven Worten und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.